Raum. Nein. Ich ignoriere dich mal kurz, ne? Nein. La la la. Hört ihr irgendwas? Also ich höre da so ein merkwürdiges Piepsen in meinem Ohr. Nein, 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 nein. Oh, ich komme hier nicht raus. Schade. La la la. Ja, okay, weg mit dir. Tschüss. Okay. Ja, ich nehme dich mit, komm. Finde ich gut, wenn sie sich aufregt, dass sie durchdreht. La la la. Halt schön die Klappe, GLaDOS. Ja, toll. Wie komme ich da jetzt rein? Herb. Alles keine Portalfläche, stimmt's? Wie komme ich da jetzt rein? Konzentrier dich und denk an tote Ratten. Tote Ratten. Tote Ratten. Konzentrier dich und denk an tote Ratten. Frag mich nicht, wie ich da jetzt gerade drauf komme. Elevator Control. Drücken wir es einfach nochmal. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Fuck that shit, wie komme ich da jetzt rauf? Ich kann GLaDOS auf jeden Fall schütteln, ja? Ich wünsche, dass du ausbleibst, dämliche Kartoffel. Obwohl ich eigentlich nicht so viel gegen sie habe im Moment, naja. Okay. Auf geht's. Ich bin bereit. Weitere Tests. Aperture Science für die Wissenschaft. Wuhu. Wow, wird sie jetzt aufgelöst? Nein, wird sie nicht. Das finde ich gut. Weil ein bisschen was zum Unterhalten wäre doch schon ganz nett, ne? Man ist ja so alleine während diesen Tests. Obwohl ich Cave Johnson immer noch lieber mag. Ich mag Cave Johnson wirklich. Der Typ ist richtig genial. Er ist ein Genie. Oder was ähnliches. Das Wiedersehen. Ist in der Zwischenzeit was passiert? Nein. Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Wunderherrlich, dass jemand Kurzschluss kriegt, wenn sie sich aufregt. Thank you. Okay.
Looks like I will need an Würfel oder so. Das tut mir leid. Irgendwie aus einem mir unerfindlichen Grund werde ich immer müder gerade. So, das Zeug bleibt dauerhaft aktiv, finde ich gut. Gelber Schmodder, ey. Nein, es bleibt nicht dauerhaft aktiv. Vielleicht sollte ich da auch ein blaues Portal hinmachen. Ich hält. So, orangenes Repulsionsgel. Es ist schneller machend. Schön. Looks like I will need a bit more somehow. Or not? Yep, definitely looks like I will need more. So, ja, versuchen wir das. Wow, bin ich schnell. Das Ganze nochmal. Orange. Gems are truly outrageous, my dear friends. Sollte genug splottern, hoffe ich. Yep. Oh, puh. Einfach nochmal blau. Oder wir nehmen uns den Würfel mit. Jetzt hätte ich fast den Fehler gemacht und mich hier drüben zurückgelassen, ey. Aber ich wusste, ich kenne die Stimme von Carolyn. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt oder nicht. Aber ich verspüre da so einen leichten Wiedererkennungswert in Carolyns Stimme. Whatever. Und oh mein Gott, da war ein wunderschöner Lag. Remember, do not leave your belongings here. Learn for more than 20 minutes. Touch the glass. Do wear a shirt and shoes at all times. Move quickly through your task track. Not forget to not touch the glass. Was habt ihr? Nur weil das Glas dreckig wird, ihr kleinen Pimpfe. Wirklich? Nicht euer Ernst. Okay. Aperture Science Innovators, mir kann nichts passieren. Ich bin total sicher. Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Träum weiter, GLaDOS. Träum weiter. Erstmal will ich kurz dahin. Ja, Red Button. Oh, Test Chamber. Überwachungsgedings, so viele Telefone. $50, Cave Johnson und. Die Leute dort auf dem Foto kommen mir irgendwie bekannt vor. Schön für dich, GLaDOS. Ich mag die Frau, aber ihn mag ich mehr. Es ist Cave Johnson, Ladies. Remember, hatten wir schon. Bla bla bla. Entschuldigung. Ui, da musste ich gerade niesen. Oh wow. So, wir haben zwei Gelsorten. Machen wir erstmal blaues Gel. Splotz. So, machen wir dann ein wenig. Gelbes Gel. Okay, es macht also exakt das Gleiche. Also, was ich hier machen kann, ist, ich kann mich beschleunigen. Springen. Kann ich mich bespringschleunigen? Das wäre mal cool zu wissen. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja.
Oder so. Bespringschleunigen. Also beschleunigspringen. Ich laufe und hüpfe. Hui! Wow. Ich habe mich bespringschleunigt. Ja, seid doch Sadisten. Oh Gott. Konzentrier dich und denk an tote Ratten. La la la. Oh, puh. Da hinten möchte ich hin. Dann bespringschleunige ich mich doch einfach noch einmal. Hehe. Oh, ja, 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 das. Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst, Dorn. Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Du kennst ihn? Ich möchte ihn kennenlernen. Könntest du uns vielleicht bekannt machen miteinander? Also, nee, ernsthaft, es verwundert mich gerade, dass GLaDOS Cave Johnson kennt, weil ich meine, dass GLaDOS ein wenig jünger als Cave ist. Ich weiß ja nicht, auf dem Bild sah Cave aus wie circa 50. Und das spielt jetzt, die Testkammer hier, schätzungsweise 1968. Das heißt, der Typ müsste jetzt in der Zeit, wo das hier spielt, 100 oder über 100 sein. Wer $60 verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch $120 in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen, wie neu. Okay. Wird gemacht. Das sieht ja alles noch komplizierter aus. Ich mag die Tests von Cave, die werden größer, freier vor allen Dingen. Und tödlicher, weil man hier überall runterfallen kann. Und diesmal ist der Test verfickt komplex. Ich glaube, den mache ich noch und dann reicht das erstmal für heute. Ja, definitiv. Den mache ich noch und dann reicht das erstmal.